Hier siehst du, wie du beim Huawei P40 Pro eine SIM-Karte einlegst oder eine eSIM aktivierst. Den Kartensteckplatz findest du an der unteren Seite des Gehäuses. Nimm den Auswurfstift für die SIM-Karten aus der Verpackung. Steck ihn dann in die kleine Öffnung im Kartenhalter. Gleich drücken und die Halterung wird ausgeworfen. Nimm sie jetzt aus dem Steckplatz. Du kannst beim Huawei P40 Pro mehrere Karten gleichzeitig nutzen. Du kannst zwei SIM-Karten einsetzen oder den zweiten Platz für eine Nano-Memory-Karte nutzen. Und du kannst im Huawei P40 Pro auch eine eSIM nutzen. Entweder einzeln oder als Zweitkarte. Nur zwei eSIMs gleichzeitig kannst du nicht nutzen. Schieb jetzt den Kartenhalter zurück in den Steckplatz. Schalte jetzt dein Smartphone ein und entsperre die SIM-Karte mit der PIN. Jetzt aktivierst du noch eine eSIM. Geh dazu in die Einstellungen. Dann auf Mobilfunknetz. Und dann auf SIM-Verwaltung. Tipp hier auf eSIM hinzufügen. Scan den Code deiner eSIM und gib die ePIN ein. Beides findest du in Mein Vodafone. Du willst wissen, was du unter SIM-Verwaltung einstellen kannst? Schau dir dazu unser Video an. Und jetzt viel Spaß mit deinem Huawei P40 Pro. Ready? Vodafone.